Hey ho, liebe Wolfsbrudis, und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within. Beim letzten Part haben wir immer kurz Pause gemacht. Tatjana ist verschwunden, unsere Zufluchtstante. Okay. Hier. Glibber und Glibber. So seltsam. Hier irgendwas tun? Glaub nicht. Oh, erschreckt mich nicht so. Kann ich einfach auf dich drauf treten? Jetzt verbrennen? Jawohl. Klingt nach dem Plan. Irgendwann nicht irgendwas machen? Nö. Alter, hat der mich erschreckt. Furchtbar. Ich habe noch ein paar Schaffschützenmunition. Oh. Munitionverschwendung. Yay. Hashtag unnötig. Okay, was war das eigentlich gerade für ein Tentakel? Da so ganz nebenbei. Na gut, hier ist auf jeden Fall ein Safe Spot. Gut. Kann ich nichts verbrennen. Schade drum, aber naja. Aber vielleicht war es einfach das nette Tentakelmonster von nebenan. Hab zu spät gesehen. Oh Gott. Ja, das würde ich verhindern. Was? Also das wusste ich gar nicht. Nämlich auch was ist. Ja, das ist ein bisschen doof, dass die hier da durchlaufen können. Ja, hopp, ich verpeil's aber lieber über die Muni. Und so viel Schaden ist es ja auch nicht. So. Scheiße. Oh, ich sollte besser aufpassen. Ja. Ist mir dann auch aufgefallen. Hopp, ich will es aufnehmen. So. Reichen wir jetzt wieder. So. Das haben wir gerade eben ja schon. Ah, das können wir abfackeln. Abfackeln, sagte ich. Nicht zerschlagen. Ah, das war gerade ein bisschen ärgerlich. Bisschen tollpatschig von mir. So, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Zack. Schlüssel nehmen wir auch mit. Zack, sehr schön. Kann man hier nichts zerstören? Nee, nicht wirklich. Aber wir haben den Schlüssel. Das kann alles bedeuten. Und auch wiederum nichts. So, diesmal vorsichtiger. Reichen die erstmal nach links rein. Obwohl, hier ist ja alles tot. Sage ich mal. Ist ja alles schon gekommen. Sage ich mal. Also ist es recht safe, wenn man sagt. Aber so hätte man sich eigentlich durchschleichen können. Ja, eine Falle. Ah ja. Sehr heimtückisch. Sehr heimtückisch. Auch noch irgendwas. Verstecken muss vor irgendwas. Weiß ja nie. So. Aus nie, dass sonst irgendwo gehen. Da ist Dröhm. Sich wieder an, dass wir was sehen. Okay, hier ist Liber. Jetzt sieht es doch ganz gut aus. Matches. Verteilkasten sicher. Okay. Ich glaube, es ist cool, ob wir jetzt den Strom weg haben oder nicht. Waren wir hier noch? Zum Drehen. Irgendwas erwartet uns. Ja, nein, vielleicht. Kann ich es wieder reinsetzen? Nö. Noch irgendwas. Ach, die Flasche. Ich schleiche lieber trotzdem nach, dass das wieder eine Falle ist. Die kann ich diesmal vorher entschärfen, wenn ich rechtzeitig reagiere. Ich wüsste jetzt nicht, wozu wir die Verteilerkastensicherung brauchen.
Lieber. Ja, irgendwas versteckt. Karte, nö. Bärtür. Ne, ich renne jetzt nicht mehr. Gelernt. Ach, ich dachte schon, da wäre jetzt was. So, da ist einer. Oh, okay. Sich andauernd irgendwas abschießen will, ist ja furchtbar. Das ist mir eher Angst macht. Jetzt haben wir langsam. Okay. Aber ich glaube, bevor es zur richtigen Sache geht, haben wir nochmal einen Safe Spot. Mich zumindest freuen. Kaputt, okay. Das sein können. Den Gott, erschreckt sich denn das? Da würde ich zwar nicht mich unbedingt durchzwängen wollen, aber naja, was habe ich für eine Wahl? Was habe ich denn für eine Wahl? Ekelig. Würde man doch auch irgendwas machen, glaube ich. Ah, ich wollte gerade gucken. Okay, immer etwas. Ich glaube, die ganzen Dinger fallen runter später. Ein kleines Problemchen. Sicher bin ich mir da jetzt nicht. Okay. Und hier ins Wasser. Ach, weißt du was? Wow. Sagen. Bitte sag mir nicht, dass du. So, nur noch nachladen. So, hier noch. Aktion. Sehr schön. Also alles richtig gemacht. Mal hier die Sicherung rausnehmen. Dadurch ändert sich jetzt alles hier. Okay, mal ein bisschen rüber. Sehr schön. So muss das laufen. Und noch mehr Glibber. Da hängt er noch. Was? Genau. Da haben wir den auch schon mal weg. Wow, wow, wow. Erschreck mich nicht. Okay, ich habe dich eigentlich geschlagen, aber bitte. Gott, war das knapp. Über. Ich werde das noch nicht aktivieren. Ich muss es aktivieren. Ich dachte, hinten wäre noch was. Aber war ich wohl falsch informiert. Was kann ich, was ich jetzt aktiviere? Oder was passiert insgesamt? Was? Ja, Overflow Area sieht eigentlich aus wie Gas. Aber kein Gas. Achso, jetzt. Weiß ich, was wir gemacht haben? Oh, nix. Schade.
So, einzige Frage, ich möchte, können wir wieder Strom wieder anmachen? Und dann bringt mir es auch nichts, aber ich kann hier nochmal Munition nachholen. Einzige Munition. Boah! Was ist dem bitte aus dem Bauch gewachsen? Ob noch irgendwas? Ich warte. Komm mit mir, Bro. Da kommt auch nichts. Indirekt kommt was. Links rumgehe wahrscheinlich. Ja, widerlich. Widerlich. So ziemlich alles hier. Kurz eins am Knie kratzen und jetzt laufen wir weiter. Hier atmet etwas sehr stark. Ah. Doch gesabbert. Hast du gesehen? Ich dachte gerade, das wäre kurzzeitig hinter uns. So angehört. Oh Gott. Dieser Abschnitt ist eklig. Alles voller Dreck. Bla. War noch was? Ah ja. Noch irgendwas versteckt, wenn wir schon. Boah. Öffnen. Matches. Oh. Epic-Musik höre ich gerne. Allerdings so viel Munition finde ich nicht so gerne. Heilung, Heilung. Ah. Ah, Safety-Musik kommt von hier. Gott, jetzt habe ich dich. Ich erschrecke alles so viel hier. Cut-Fragment, nice. 27. Ja, dann mal irgendwas öffnen. Nö, dann gehen wir mal speichern. Ja. Ich find's seltsam, wenn wir unser Bett aufwachen. Oh. Okay. Na, was zu sagen hier. Und es ist keiner mehr. Ich kann aber speichern. Was kann ich? Habe jetzt nochmal Schlüssel gefunden. Ups. Glaub nicht. Wir gucken einfach mal. Wir können es ja. Wenn wir über das Shotgun durch die Gegend laufen können. Auch. Doch, wir haben einen Schlüssel gefunden. Dann nehmen wir da oben. Fertig. Und Liber. 10.000, oh yeah. Geh durch und investieren die 10.000 auch gleich mal. Ja, Augen auf und Augen zu natürlich. Reserve. Nehmen wir nämlich Schrotflintmunition. Nochmal 10 Stück mehr. Perfekt. Waffen. Revolver. Nehmen wir die Genauigkeit nochmal hoch. Mal gar nicht. Bevor und verzielt haben. So, aber ist auch voll. Machen wir mal die Feuerrate noch hoch. Eine Machine Gun. Naja, eigentlich nicht, aber egal. Aber da ist er wieder zurück. Speichern trotzdem nochmal. Nicht so schlecht, dass wir was gemacht haben. So. Und wieder zurück. Bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Jedenfalls weiß ich, dass wir hier gerade eben noch ziemlich viel Pumpgun-Munition rumliegen hatten. Die können wir jetzt. 2 und 4, ja, immerhin.
Okay. Ach nee. Boss Time. Okay. Kann nichts machen. Scheiße. Das ist im Arsch. Aber jetzt müssen wir nämlich hier drei Dinge einsetzen. Erstes. Warte mal, wie müssen wir dann kommen? Was denn? Dahin? Das. Dahin? Lift Supply aus. So. Verdammt. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Eigentlich ja nicht, aber naja. What? Ach ja, Boss Time. Nicht gerade der besten, coolsten Bosse. Ups. Au, ach schon, wir kommen die kleinen Bücher dazu. V erstmal und machen neue. So. Okay, ja, es ist halt schon so ein Tentakelmonster. Aua, das mir ist so ziemlich egal, was ich mache. War's das schon? Verbrennen? Nee, das war's leider nicht. Ah, ich weiß schon nicht mehr, wie der aushält. Das war's schon. Ah, wunderbar. Ja, muss halt sagen. Ja, hopp, hab ich schon kapiert. Ich hab's ja natürlich auch leicht stehen, das darf ich ja nicht vergessen. Wir machen ja auch nicht schlecht Schaden. Nochmal 10.000 lieber. Nice. Ja, und die haben halt gut Munition gebracht, die kleinen Viecher. Die im Gesicht explodiert sind. Und sonst hätte man ja keine Chance, wenn man viel mehr brauchen würde. Da einfach hoch, genau. Außer trotzdem eklig, der Fight. So, dann nehmen wir mal... Setzen, genau. Bis... Dorthin. Supply war wichtig. Den Lift nämlich noch nicht direkt aktivieren, weil ich glaube, da passiert schon was. Ja, genau, hier durchducken. Einfach alles einsacken. Und Schlüssel, sehr schön. War hier nix. Bin echt nicht mehr sicher, ob man da direkt in den Lift gegangen ist. Und das fand ich schade. Oder ob ich erst hätte was anderes machen müssen. Das kann auch. Ich weiß nicht mehr, was ich letztes Mal gedacht habe. Auf jeden Fall wusste ich, hier musste ich rein. Oh, dann haben wir ja. Glaube ich. Nichts mehr.
Kann sein, dass ich hätte vielleicht vorher versuchen können, da reinzugehen. Das weiß ich aber nicht mehr. Alles ist relativ nachgeladen. So, dann... Oh, den Lift aktiv. Dann fangen wir mal noch mit dem Lift. Ja, ich habe gerade schon auf die Uhr geguckt, aber ich denke, weil ich diese Bossfight jetzt auch so schnell, schnell ging, fahren wir mal mit dem Lift und gucken, was passiert. Auf jeden Fall damals ein ekliger Kampf. Was ich ja tarnen kann und alles noch. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Glibber, ich gleich mal lieber wieder. Glibber kann ja auch anderes bedeuten. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal einen Schlüssel. Das ist sehr nett für dem Spiel. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal verpasst und habe mich dann übelst geärgert, weil ich schon vorbeigelaufen bin. Hopp, kann ich nicht durch? Doch. So. Jetzt sieht es gut aus. Ein Kontrollpunkt. Das macht eigentlich schon wieder Angst. Glibber. Glibber ist schön. Sieht aber schon interessant aus hier. Mit dem Blut. Mit den Geräuschen. You do. Okay. Ich kann gerade nicht rennen oder sprinten oder irgendwas. Biest. Okay. Was werden wir? Deine sterben? Leben? Uns freuen? Leiden? Und dann haben wir hier mal durch. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Das finden wir noch heraus. Hoffentlich will man nicht so sein. Heute. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Okay. Was hat das zu bedeuten? What? Willst du jetzt Mitleid von mir? Wir brennen? Nee. Ja, ihr seid ein bisschen tougher, habe ich das Gefühl. Ah, ich weiß, was ich machen muss.
Einen Haken entfernen, genau. Das heißt, wow. Vielleicht, wenn ich ihn in die Beine schieße. Also dadurch ja stolpern, okay. Okay. Ja, und das war der Grund, warum ich das noch mitmachen wollte, weil ich wusste, dass das Kapitel enden wird. Ja, deswegen sage ich jetzt auch mal ganz direkt vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dorthin. Tschüss.